Hallo Leute, es ist schön wieder hier zu sein und ich bin froh, euch wiederzusehen. Mein Name ist Christina Kessel. Das geht von Kopf bis Fuß. Új hét, új performance. Krisztina múlt heti meteorológusi debütálása után most animátori szerepkörben próbálta ki magát. E heti adásainkban tehát újra egy praktikus témakörrel ismerkedhetünk meg behatóbban. Egyrészt meg fogjuk tanulni a legfontosabb testrészek elnevezéseit németül, tetőtől egészen talpig. Másrészt pedig jó pár hasznos szófordulatot nézzünk át együtt, melyeket akkor süthetünk el, ha netalántán németül kellene egyeztetnünk egészségügyi állapotunkról. Persze senkinek nem kívánjuk, hogy orvosi segítségre szoruljon, de mégis jó, ha tudunk mihez nyúlni ilyen szituációkban is. Sajnos, ami Ferinket is megtalálta valamilyen korság az elmúlt időszakban, figyelje csak, hogy mesél erről Adelheidnak ezúttal telefonon. Ach, hallo Adelheid, wie geht's? Danke, sehr gut, und dir? Schrecklich, ich fühle mich nicht wohl. Oh nein, was ist passiert? Ich weiß nicht, ich habe Fieber und der Hals tut mir weh. Oh, und hustest du auch? Ja, ich huste ganz oft. Ich bin erkältet, denke ich. Es tut mir leid, Ferry. Ich wünsche dir gute Besserung. Vielen Dank, Adelheid. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder treffen können. Ach, hallo Adelheid, wie geht's? Danke, sehr gut. Und dir? Schrecklich, ich fühle mich nicht wohl. Oh nein, was ist passiert? Ich weiß nicht, ich habe Fieber und der Hals tut mir weh. Oh, und hustest du auch? Ja, ich huste ganz oft. Ich bin erkältet, denke ich. Es tut mir leid, Ferry. Ich wünsche dir gute Besserung. Vielen Dank, Adelheid. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder treffen können. Ej, szegény Feri, nyár közepén megfázni? Hát nem irigylem. Azért bízom benne, hogy Adelheid jó hatással lesz rá. Kár lenne, ha itt véget érne ez a romantikus történet. Oda elég ebből a szappanoperásdiból, jöjjön most Krisztina a pár találós kérdéssel. Füleljen jól! Okay, ich bin wieder hier bei euch. So schauen wir uns diese Fragen schnell zusammen an. Unsere erste Frage ist gar nicht kompliziert. Sie ist die folgende. Wie geht es Feri? Und unsere drei Möglichkeiten für die Antwort sind A. Gut, B. Sehr gut und C. Schrecklich. So, was meinst du? Richtig, richtig. Ihm geht es schrecklich. Er ist krank. Adelheid geht es sehr gut. Ja, c'est la vie. Gut, so wir wissen jetzt, dass Feri krank ist. Und die Frage ist, was tut Feri weh? Was tut ihm weh? Die drei Optionen sind die folgenden. A, der Hals tut ihm weh. Oder B, das Herz tut ihm weh. Oder C, die Hand tut ihm weh. Na, was ist deine Meinung? Perfekt, der Hals tut Feri weh. Er hat Halsschmerzen. Und die letzte Frage ist, was ist eigentlich mit Feri los? Wir wissen, dass er Fieber hat, dass der Hals ihm wehtut, dass er hustet. Also ist er vielleicht schwanger? Oder ist er erkältet? Oder hatte er eine Operation? Nein, nein, die Situation ist nicht so schlimm. So, ja, er ist erkältet. Er erkältete sich, oder? Er ist erkältet. Ich glaube, dass Ferry einen Arzt braucht. Und du? Was denkst du? Soll er zum Arzt gehen? Hű, ezt a párbeszédet szépen kivesézte, Krisztina, nem vitás. Sok minden kiderült Feri egészségügyi állapotáról. Például tudjuk, hogy semmiképpen sem terhes, és nem is a szíve fáj szegénynek. Egyszerűen csak rosszul érzi magát, láza van, fáj a torka, köhög, magyarul meg van fázva. Persze tudjuk, hogy ez egy férfi embernek felír egy nehezebb szüléssel, de nézzük el neki most ezt a kis gyengélkedést. Reméljük, rövid kis helyzetfeltárásom alatt át tudta futni szemeivel ezt a pár új kifejezést. Persze megjegyezni most sem kellett még semmit, hiszen a következő adásainkat fogjuk majd arra szánni, hogy ezeket a kifejezéseket további más kulcsszavakkal egyetemben jól elraktározzuk agytekervényeinkben. Okay, okay, ich bin nicht krank, aber jetzt würde ich gerne ins Bett gehen, um mich nach dieser inhaltsreichen Sendung gut ausruhen zu können.
Weitere Informationen findest du auf www.m5tv.hu. Tschüss und bis später.